Hier ist alles vorbereitet für einen Herrn, der ist zum Casting gekommen in der Lederhosen. Wir begrüßen ihn mit einem kräftigen Applaus. Er ist der Wohlfall. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Wolfgang Lackmeier. Wolfgang, ist das so okay für dich? Kannst du da eh oder soll man das auf der anderen Seite stören lieber? Ich glaube, umdrehen war besser. Nehmen wir das. Nein, das erfahren mit der Quetschenstimme. Nehmen wir das zum Kommen. Das machen wir schon. Das nimmst du zum Singen, zum Hören. Dann checkt er das noch. So. Ist, glaube ich, da besser von der Seite. Weißt du? Wolfgang, erzähl uns ein bisschen was von wo kommst du? Von Köstling an der Ebene. Jetzt einmal meine Frage. Kannst du gut Skifahren? Das geht. Besser als der Bruder, Andi? Ja, ja! Was machst du beruflich? Ich bin Tischler. Tischler? Sehr gut. Was war dein sogenanntes Meisterstück bei der Gesellprüfung? Bei der Gesellprüfung haben wir einen Kasten gemacht. Ein normales Lochkasten? Ja, soll ich zum Aufwecken mit dem Spiegel. Oh, das ist schon in Ordnung. Was ist dein Hobby? Was machst du am liebsten? Musik spielen. Musik spielen. Du hast was ganz Besonderes vor. Du wirst uns dann zeigen, wie schnell du bist mit deiner Steirischen. Aber du willst uns jetzt auch etwas zeigen, so ein bisschen auf Parodie. Jetzt mache ich eine Parodie bei den Ursprungburen. Ursprungburen! Da bin ich gespannt. Probier mal das Mikrofon. Warte, wir brauchen das Mikrofon, dass das eingeschaltet ist. Zuerst einmal Gesang, machen wir zuerst einmal Gesangtest. Und zwar sind jetzt aber noch. Jetzt zu. Das ist und unten sind wir an. Wunderbar. Liebe Jury, zuerst eine kleine Parodie auf die Ursprungbühne und dann heißt es der schnellste Finger. Sind wir dann gespannt. Hier ist die Startnummer 9, Wolfgang Lackmeier. Umgebaut. Alex, wir könnten hier auf die Monitor eine Spur weniger haben, da ist, sind wir ziemlich laut auf der Bühne. Jetzt wird hier umgebaut von unserer Startnummer 9 von Wolfgang. Was macht er da jetzt? Mikrofon von der Quetsche bleibt offen. Das Gesangsmikrofon brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen
Wir stellen es zum Boss dazu, weil wir haben zuerst keinen Boss gehört. Da muss man immer bei so einer Quetschen aufpassen. Wir machen das jetzt ganz besonders schön. Alex, mach das Gesangsmikro an und hör auf. Alex? Ist schon. Bist du bereit? Schaut euch das an.